Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Spiel auf meinem Kanal. Wir testen ja auch und spielen zwischendurch auch mal Spiele vom Apple Arcade. Und ja, genau, darum geht's. Star Wars Castaways, ein neues Lego Star Wars Spiel. Und ist auch gar nicht so lange, wann ist es rausgekommen? Vorgestern, glaube ich. Wie gesagt, ist mit drin für die 4,99 und wir gucken uns das Ganze mal an. Genau, starten wir mal das Ganze und ich bin gespannt. Ja, und nicht wundern mit dem Laden. Ich musste das Spiel einmal starten, um zu sehen, ob es funktioniert. Und ja, wir fangen direkt an. Los geht's. So. Eine sehr kleine Intro-Sequenz. Ist ja jetzt nicht wirklich viel passiert. Also müssen wir mal schauen, was wir jetzt machen können. Also wir können auf jeden Fall erstmal einen Charakter erstellen, das machen wir. Und zwar will eigentlich kein Mädchen sein. Also kann das ändern? Okay. Also es sind alles weibliche Gesichter, es gibt auch männliche Gesichter. Was sind die weiblichen hier? Ah, da kommen die männlichen, okay. Ja, ein schöner Vollbart. Das mag ich. Frisur? Passt nicht mal meiner Frisur an. So, nein, natürlich Scherz. Meine Frisur ist ja eher so in dem Stil, ne? Gut. Und die Farbe? Schon sehr dunkel habe ich. Gut. Ein Namen. Kann ich da reinklicken? Kann ich nicht. Ach so, ich kann mir einfach nur so Zufallsnamen geben. Okay. Mendeli Salima. Seth Seminel 368. Hiltan. Kevin Tiran. Drotadiro. Kampalat. Rokas. Andrex Chuck. Power Arotovuk. Bei Hinz. Mana Joydust, Datil Zod, Ike Tret, Riha Kalila, Edge Tai. Edge Tai hört sich auch geil an. So, das nehmen wir einfach mal. Ja, kann man nicht viel machen. Machen wir mal. Bist du sicher? Ja. Ich spiele das Ganze auf dem iPad, deswegen wundert euch nicht, warum ich links diese Säule habe. Das liegt daran, dass das iPad ja immer noch das 4:3 Format hat, eben nicht 16:9. Kauft ihr das Spiel auf dem Apple TV, beziehungsweise habt ihr das Apple Arcade und habt das auf dem Apple TV, dann habt ihr natürlich Full HD. Wenn es draußen Leute gibt, die mir Tipps geben können, wie man das auch über den, also auf dem Monitor streamen kann, in voller Auflösung, wäre ich dankbar, aber ich glaube, das geht nicht. Naja. So, Edge Tie ist bereit. Hallo, ich bin Fat Dogtooth. Dein Schiff ist ja ziemlich heftig am Strand abgestürzt. Geht's dir gut? Du wirst wahrscheinlich ein bisschen verwirrt. Völlig verständlich. Jeder, der durch den Mahlstrom kommt, ist es am Anfang. Oh, Tutor wird sich so freuen, dich kennenzulernen. Folge mir. So. Ja, ich spiele das Ganze eben, wie gesagt, auf dem iPad und... Okay, ich kann gerade nichts machen. Irgendwie, entweder hat er gerade die Verbindung verloren. Oder es funktioniert einfach nicht. Wartet mal, ich muss einmal gucken hier. Ich kann gerade nichts machen. Ich kann weder mit meinem... Das ist ja ätzend. Das ist ja blöd. Die Verbindung hier abgestürzt.
kann auch nicht mal am iPad was machen direkt. Probier mal kurz was. So. Jetzt geht's wieder. Komisch. Warten wir mal die Verbindung weg, egal. So, mit ihnen können wir reden hier. Fuck du. Aber bevor du sie kennenlernst, Tutor ist schon sehr, sehr lange hier. Und sie kann sehr fürsorglich sein. Ein bisschen seltsam, sicher, aber sie meint es gut. Genau, ich spiele mich mit einem Xbox-Controller, deswegen. Tutor findest du in der Nähe des Observatoriums. Geh und stell dich vor. Okay. Vielleicht bin ich auch gegen das iPad gekommen und dann hat er die Steuerung aufs iPad gelegt. Man weiß es nicht. Also sieht ja schon ganz nett aus, ne? Für so ein Lego-Spiel. Also auf so einem Gerät hier. Aber wir wissen ja, seit es den M-Chip gibt, dem M1, ist das iPad natürlich fast ein Computer. Aber trotzdem. Los, mal rein. Sei gegrüßt! Du musst einer der Neuankömmlinge sein. Es ist mir eine Freude, dich kennenzulernen. Ich bin Tutor, die Kuratorin und Hausmeisterin des Observatoriums, des beeindruckenden Gebäudes hinter mir. Das Observatorium wurde von einer alten Gesellschaft von Gelehrten, dem heiligen Orden von Ramulus, erbaut und beherbergt ein Archiv mit dem gesammelten Wissen und der Weisheit der gesamten Galaxis. Meine Aufgabe ist es, sie zu bewahren. Wenn ich versage, wäre die gesamte galaktische Geschichte verloren. Es kann ein stressiger Job sein, selbst für einen Droiden, besonders in letzter Zeit. Oh je, die Daten des Observatoriums werden angegriffen, schon wieder. Ein mysteriöses Virus, das wir Korruption nennen, droht alle Daten des Observatoriums zu zerstören. Wenn sich die Korruption zu weit ausbreitet, könnte sie das Observatorium zerstören. Unsere kleine Insel wäre dann verloren. Um unsere Geschichte in diesen Archiven zu bewahren, um uns zu schützen, liegt es an uns allen, die Korruption zu beseitigen. Hier, das wirst du brauchen. Ich nenne es einen virusreduzierende ohne Option Maschine oder kurz Vroom. Nimm die Vroom und begib dich zum Holosimulator schnell. Glückwunsch! Du hast einen Besen bekommen. Okay. Ich hab einen Besen. Da muss ich jetzt rein? Okay. Oh je, die Korruption hat sich weiter ausgebreitet, als ich gedacht hatte. Das ist nicht gut. Starte die Holosimulation der Tantier 4 schnell. Okay. Starten. Gott sei Dank, du bist in der Tantier 4. Erkunde nur das Schiff, um die Korruption zu finden und so zu beseitigen. Wow. Okay. Mal das typische Lego-Steine sammeln. Eine verschlossene Tür. Schnell, zerstöre das Bedienungsfeld daneben. Ah. Yeah. Typisch Lego. Bam. Also ich meine, Lego und Star Wars sind natürlich wieder zwei ganz geile Sachen, die zusammenkommen. Alter, ich hab den Killerbesen hier. Oh. Das war nicht gut. Okay. Hätte ich wahrscheinlich schneller weggehen müssen. Wenn es wichtig ist, die Dinger zu sammeln, wir sammeln trotzdem die ganzen Steinchen ein. Ah, guck mal, oh, da war wieder eine Tür. Wir können auch da hochgehen, ne? Was gibt's denn da oben? Was gibt es denn da? Oh, guck mal. Ein Superstein. Ach, das ist immer so ein bisschen das gute Harry Potter Lego Spiel, ne? Du bist in der Nähe eines Korruptionstunnels, sei vorsichtig! Okay. Da ist er. Benutze dein Vroom, um ihn zu vernichten. Ich kann nicht wollen. Jetzt haben wir kurz den Stein hier ein. Pass auf, Vroom, jetzt bist du dran. Okay. Du hast den guten Knoten zerstört. Das war jetzt nicht so schwer, oder? LB beenden. Okay, aber vielleicht kann ich was einsammeln hier. Beenden wir mal.
Mission abgeschlossen. Trainingslevel, Sentier. Okay. Achso, wir müssen wahrscheinlich zu dem Typen nochmal hinlaufen, ne? Gut gemacht. Nach diesem Abenteuer wirst du dich vielleicht fragen, wie man von hier wegkommt. Nun, das ist nicht möglich. Schiffe, die den Mahlstrom an diesem Planeten umgibt, eindringen, können ihn nicht verlassen. Glaub mir, wir haben es versucht. Einige unserer hartnäckigeren Bewohner versuchen es sogar immer wieder aufs Neue, aber ohne Erfolg. LB? Mission. Einfordern? Okay. Sammeln den ersten Stern. Haben wir. Reden wir mit ihm. Oh, eine Sternauszeichnung. Wie aufregend. Du kannst Sterne verdienen, indem du hilfst, Aufgaben auf der Insel zu erfüllen. Je mehr Aufgaben du erledigst, desto mehr Sterne erhältst du. Oh je, du siehst tatsächlich so aus, als ob du dich auf ein neues Abenteuer freust. Na denn, wenn das so ist, willkommen zu Hause. Bitte erkunde die Insel und lerne die Bewohner kennen. Na gut. Hua, Ninja-Schlag. Guck mal, es ist ein Online-Rollenspiel, kann man so fast sagen, weil es sind überall Leute. Das ist ja witzig. Komm, wir gucken uns mal die Leute an. Der Pfeil zeigt nach da. Ach, guck mal da. Löschen. Kivo Doc Tut. Ah, hallo. Du musst Fäs neue Freundin sein. Ich bin ihr Vater, Kivo. Wie ich sehe, hast du dir deinen ersten Stern verdient. Sehr schön. Lass mich dir zeigen, was ich zu verkaufen habe. Geil. Wie habe ich denn da? Wow, hier. Ein Stormtrooper-Helm. Das ist schon... Okay. Helm der Luft-Hüpfer-Piloten. Sturmtruppe. 30.000? 30.000? Eieiei, Fitzka. Braucht man das? Ist das wichtig? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal kurz raus, ohne was zu kaufen. Oder ich muss was kaufen. Wie komme ich hier raus? Kann nicht, ich muss hier was kaufen, das scheiße, oder was? Ich will nichts kaufen. Na gut, dann nehmen wir den Sturmtruppenhelm. Achso, das musste ich wahrscheinlich einmal. Boah, wow, du hast dich also entschieden. Nun, du hast einen guten Geschmack, das muss ich dir lassen. Danke. Einfordern, gib zwei. Achso, dann starten wir jetzt aus. Haben wir? Noch ein Stern. Aber dann können wir mit ihm reden. Weißt du, du solltest Tola Pandro kennenlernen. Er hat ein paar Sachen, die kein Händler je haben wird. Ich glaube, er würde dich mögen. Finde Talor Pandro. Okay. Guck mal, da muss man wahrscheinlich drei Sterne haben, um mit dem reden zu können. Da ist er das. Oh Gott, er hat den gleichen Helm wie ich. Oh nein, wie dumm von mir. Und du musst ein neuer Rekrut sein, von dem ich schon gehört habe. Herzlich willkommen. Ich bin Truppenmeister Tola Pandro. Ich bin ein Klassenmeister. Meine Aufgabe und die anderen Klassenmeister ist es, dir neue Fertigkeiten und Gegenstände zu bringen. Wir geben, die dir helfen, die Korruption, die unser Observatorium bedroht, zu beseitigen. Ich nehme an, Tutor lässt sich von dem Vroom benutzen. Sicher, das Ding ist zur Not ganz brauchbar. Aber du brauchst etwas, das ein bisschen mehr Power hat. Was? So geht's. Je mehr Erfahrung du in deiner Klasse sammelst, desto mehr Gegenstände und Fertigkeiten kannst du nutzen. Viel besser. Denk dran, ich habe meine beste Ausrüstung für meine fleißigen Schüler auf. Also zeig, was du hast. Hey, kannst. Du kannst damit beginnen, dass Tutor eine weitere Holo-Mütze für dich startet. Ich zeige dir dann, wie man die neuen Gegenstände benutzt. Okay, machen wir mal. Wo unser Soziales. Okay. Lass mal hinlaufen zu ihm. So hoch, ne? Ist wahrscheinlich so ein, ist wahrscheinlich der Aufenthaltsort erstmal hier, ne? Bevor man zu den ganzen Missionen aufbricht. Ah, wie ich sehe, hat Meister Pandora dir ein paar neue Hilfsmittel gegeben. Ich kann mir vorstellen, dass du sie gerne ausprobieren möchtest. Wunderbar, kehre zum Holo-Simulator zurück und lade die Simulation Mos Eisley. Oh, geil. Ist natürlich cool, wenn man die ganzen Gegner von Star Wars wieder sieht aus den ganzen Filmen. Lass uns nach Mos Eisley gehen. Das dürfte eine größte Herausforderung für dich sein.
Geil, mit dem Blaster. Das ist ein Holodeck, ne? Okay. Okay, Rekrut. Wähle das Symbol Angriff, um deine Waffe abzufeuern. Ah, guck mal. Halte den Angriffssymbol gedrückt, um Ziele automatisch anzuvisieren. Du kannst auch manuell mit dem rechten Joystick zielen. Ach, guck mal hier so. Das ist natürlich auch cool. Siehst du die Kiste, die den Weg versperrt? Werf eine Granate drauf und spreng sie in die Luft. Die Kiste da? Wäre jetzt nicht wirklich im Weg versperrt, oder? Meint er die Kiste hier? Wahrscheinlich, ne? Ach, guck mal hier. Neue Waffen. Ah. Weg damit! Hier, es gibt's Leben. Yes. Okay. Weiter geht's rein. Nee, doch nicht. Was bedeuten diese roten Teile? Das ist wahrscheinlich Leben. Ich habe genug Leben. Deswegen kann ich sie einsammeln? Munition, würde ich behaupten. Jo. Da geht's wieder runter. Hier kann ich auch runter, ne? Kann ich hier hochklettern? Nee. Das kann ich nicht. Das muss ich den ganzen Weg hochgehen, ne? Na gut, klettern wir hoch. Ah, ich sehe nichts. Da. Geht's wieder runter? Oh, was ist da? Ah, da ist der erste Stern. Knoten. Ein abgestellter Knoten. Besiege alle Feinde in der Nähe, um das Schild zu deaktivieren. Okay. Gut gemacht, zerstöre jetzt den Korruptionsknoten, solange das Schild unten ist. Aber gut. Bin der Waffenschmied, nee, der Waffenmeister. Ah, ziemlich cool. Ach, ich kann es nicht schieben. Okay. Gut. Noch ein paar Sachen schieben. Hey. Das ganze Leben wieder hier. Na, automatische Türen. Okay. Waffen aufgeladen. Aber gut. Ein weiterer abgeschnittener Korruptionsknoten. Denk dran. Zuerst die Feinde, dann geht's los. Okay.
Oh, schnell! Okay. Kleines Schalterrätselchen. Den schieben wir auch darüber. Bäm, ausgezeichnet! Korruption entfernt. Jetzt haben wir noch einen hier. Ich würde dann denken, dass man so viel einsammeln kann hier, ne? Na gut, hören wir auf damit. So. Hast du gut gemacht. Und jetzt genug Erfahrung mit einem neuen Rang. Glückwunsch. Okay. Du hast kaum noch Granaten oder Minen. Such nach gelben Nachschubkisten. Du kannst zurückgehen, ne? Haben wir super gemacht, oder? Gib mir eine Belohnung. Du machst sehr schnell Fortschritte. Ich werde deine Karriere mit großem Interesse verfolgen. Es sieht so aus, als wärst du bereit, in deinen nächsten Rang in der Truppler-Klasse zu halten. Du solltest mit Tola Pandro sprechen. Immer wieder. Wo sitzt er denn? Dann stimmt, der war hier oben, ne? Ah, jetzt schon eine Beförderung? Ist schon eine Weile her, dass jemand so schnell aufgestiegen ist, Rekrut. Beeindruckend. Werf mir einen Blick auf die Vorteile, die der zweite Rang bietet. Es sieht so aus, als hättest du ein neues Spielzeug für die Holosimulation verdient. Lass uns zurück zum Holosimulator gehen und es ausprobieren. Mann, muss ich die Ewigkeiten hin und her gehen? Ich darf da nichts gehen. Ist das eine Abkürzung? Yes! Okay, Startrampe. Okay, stell mir sicher, dass du deine neuen Waffen ausgerüstet hast. Öffne dein Klassenmenü. Okay. Ausgerüstet. Waffen und raus. Starten. Okay. Du hast nur noch wenig Gesundheit. Suche nach roten und weißen Gesundheitskisten. Diese Musik liebt jeder, oder? Dann sagen wir es mal so. Ein Highlight. Los geht's. Okay. Oh! Na, dumm von mir. Leben einsammeln? Wär schon echt schlecht, wenn wir in der Holosimulation sterben, oder? Okay, oh Alter, wir haben ganz schön viel Leben verloren hier. Gerade rede ich noch davon, wie schlecht es wäre, daran zu sterben. Okay, Energiefolge, aber wir wollen schon Leben hier. Okay, kriegen wir noch schnell wieder voll. So. Hier rein, ne? So, ersten haben wir zerstört. Let's make the way to the second one. Kommen wir nicht durch. Muss einen anderen Weg geben, ne? Geht hier unten jetzt. Achso, ich dachte, ich könnte schon wieder schießen.
aber hier links. Ah, warte mal. Gibt's hier auch einen Weg noch? Nee. Wir gehen trotzdem mal hier längs. Eventuell finden wir das hier. Obwohl, nee, ist zu weit. Komm, mal rennen. Das Ding muss ich ja kaputt kriegen, oder nicht? So. Hol ich mir das Loot-Kram hier. Also wollen wir noch ein paar coole Sachen kaufen später. Na, da brauchen wir so einen Würfel. Nicht ganz fair, nicht ganz fein. Aber hier sind wir in der Nähe vom Knoten. So, hier draußen kann man sich die Raumschlag wieder um Pfeildüsen. Ja, geil. Finde ich cool. Wow. Bin auch fast gestorben. Oh, gut, dass wir mal rausgehen. Oh, die da besiegen? Yes! Na? Aber aufsteigen tun wir nicht, ne? So schnell nicht, glaube ich. Nee. Cool, cool. Einfordern. Doch! Ja, und gibt es einen Dreier-Typen, mit dem wir reden können? Wir können aber erstmal mit Tutor reden. Du bist sehr gut daran, die Korruption aus der Holosimulation zu entfernen. Ich bin zufrieden. Trotz meiner früheren Beschreibung des Observatoriums ist es viel mehr als ein einfaches Archiv des Wissens. Es ist Weisheit. Es ist Geschichte. Unsere Geschichte. Es ist ein Denkmal für diejenigen, die sonst vielleicht vom Rest der Galaxis vergessen werden. Sie an sie zu erinnern und von ihnen zu lernen, macht das Leben hier lebenswerter. Wenn du auf der Suche nach Wissen und Wahrheit aus dieser umfassenden Geschichte bist, wirst du im Observatorium Antworten finden. Oder zumindest war es so vor der Korruption. Jetzt leben wir Tag für Tag am Rande einer totalen Katastrophe, es sei denn, du hilfst uns. Eine Sache vorher, ich glaube, die kleine Feduktu war auf der Suche nach dir. Du solltest sie aufsuchen. Ein K bekommen. Ja, wenn du Lego Star Wars Castle erlaubst, deine Spieler anzutreffen, kannst du mit anderen Spielern spielen. Oh, mach ruhig. Spürt mich nett. Gut, dann lass uns mal die kleine Süße suchen. Da ist sie doch schon. Hey, ich glaube, ich habe überall nach dir gesucht. Ich hoffe, drüben im Observatorium hat alles geklappt. Jetzt, da du hier bist, denke ich, dass es ein großartiger Zeitpunkt wäre, damit du ein paar Einheimische kennenlernst. Gibbon Formo und Harogiani sind immer begierig, neue Leute kennenzulernen. Du findest Gibbon und Herig in der Nähe der Bühne, direkt bei der großen Statue, an der du vorbeigekommen bist, als du das erste Mal zum Observatorium gegangen bist. Okay. Okay. Wollen wir hier reden? Hey, du bist zurück. Ich wollte dir wirklich übrigens zeigen, unsere Fahrzeug-Holosimulationen sind denen immer so sehr ähnlich. Nur statt wie dort herumzulaufen, darf man hier Schiffe fliegen. Aufregend, oder?
Du solltest rübergehen und dich Laurasta Vertor vorstellen. Sie betreibt die Fahrzeug-Holo-Simulation und würde dir bestimmt gerne zeigen, wie sie funktioniert. Das wäre auf jeden Fall Fahrzeuge? Wie geil ist das denn? Da links? Okay. Hallo, du siehst ein bisschen verloren aus. Gibt es etwas, das ich... Oh, du bist ja neu angekommen, richtig? Derjenige, der all die Trümmer am Strand hinterlassen hat. Oh, es ist so schön, dich kennenzulernen. Ich bin Loris Daverto. Der Fahrzeug-Holo-Simulator wird von mir bedient. Alle Holo-Simulationen sind von mir selbst entworfen. Auf ein paar bin ich sogar ziemlich stolz. Meine Komplizin ist sozusagen Ossa Grum. Sie ist diejenige, die den neuen Piloten die Besonderheiten der Fahrzeug-Holo-Simulation beibringt. Du solltest dich vorstellen. Ich bin sicher, sie würde dich gerne kennenlernen. Weiß ich schon. Hey, du bist also derjenige, von dem Laura mir erzählt hat, ja? Okay, ja, damit kann ich arbeiten. Bist du bereit zu fliegen? Es wird folgendermaßen ablaufen. Ich werde dich durch die neue Trainingsübung führen, die Laurista und ich programmiert haben. Alles, was du tun musst, ist, im Fahrzeug-Holo-Simulator zu steigen und den Trainingskurs für das Asteroidenfeld zu laden. Keine Angst, der Fahrzeug-Holo ist absolut sicher. Er ist seit über einer Woche nicht mehr gebrannt. Oh, hat seit über einer Woche nicht mehr gebrannt. Gehen wir da rein. Pilotausbildung. Oh, geiler Übergang. Willkommen! Du kannst dein Schiff mit dem Joystick steuern, um Asteroiden auszuweichen und Daten zu sammeln. Versuch es mal. Ey, geil. Das macht Laune. Hui! Schießen kann ich nicht? Noch nicht. Komm noch. Oh, Mist. Oben verpasst. Du bist ein Student. Mach weiter so. Oh, jetzt wird es ein bisschen interessant. Pass auf diese Asteroiden auf. Oh. Also in der Mitte durchfliegen, oder? In der Mitte durchfliegen. Yes. Und los geht's hier in die Kurve rum. Oh. Oh. Um eine Seitwärtsrolle zu führen, bewege den Joystick in die Richtung, in die du rollen möchtest und drücke die Rollentaste. Okay. Aber wie cool ist das denn? Ah, dann kriegt man auch die ganzen Dinger eingesammelt, okay. Oh nein, die Steine habe ich, den Stein habe ich bekommen. Achte auf die Weltraumfelsen. Aha, wenn du ihn nicht ausrichten kannst, versuch sie mit deinem Blaster in den Weltstaub zu wandeln. Der Weltraum. Also, ich kann nicht abwandern. Aber die anderen da. Oh, hier. Das ist ein ganz cooler Flugsimulator so. Ah. Überraschung, Imperial Teiljäger, visiere mit deinem Fadenkreuz ein und schieße. Toller Schuss, jetzt mach es nochmal und nochmal und nochmal. Haha, du solltest ihn eine Lehre sein. Er sollte ihn eine Lehre sein. Okay, es ist nicht so wirklich schwierig, die zu treffen, muss ich zugeben. Kommt vielleicht noch irgendwann zu so Gefechtssimulationen. Richtig hardcore schwierig wird. Siehst du das Ziel? Nur zu, zerstöre es. Gut gemacht.
Ah! Okay. Gut gemacht. Okay. Maximale Grenze erreicht. Jude? Krieg keine? Aber wahrscheinlich hätte ich es ausgeben sollen, ne? Am Anfang. War ja gerade eben wieder direkt zur Mission gerannt, statt einfach das auszugeben. Das ist natürlich doof von mir. So. Tolle gemacht, absolut phänomenal. Normalerweise würde ich neue Piloten eine Pause zwischen den Fliegen gönnen, aber ich denke, du bist bereit für die nächste Herausforderung. Wir haben 2K und ich glaube, das ist die maximale Reichweite, die wir haben. Das heißt, wir werden jetzt einfach mal ein bisschen Geld ausgeben müssen. Glaube ich. Lass mal rumgehen und gucken. Den kann man auch noch reden. Du bist also der Neue. Wie ich sehe, hat Tutu dir bereits das Datenblatt gegeben. Fantastisch. Jeder auf der Insel hat eines, man kann viele Dinge darauf speichern, aber die meisten von uns nutzen als digitale Brieftasche für unsere Datensitz. Im Laufe der Zeit kannst du mehr stellen, aber kann ich dir vielleicht Verbesserungen für den Datenlauf anbieten. Zum Beispiel eine Vergrößerung des Speichers. Hier bitte, jetzt kannst du 4000 speichern. Okay, hätte ich mal vormachen sollen. Wieder ab und zu mal wieder rein, hier gibt es noch weitere Verbesserungen. Wo kommt der denn hin? Was ist denn das für ein Ding? Ich weiß es nicht. Bestimmt kann man schon irgendwo raufsetzen, aber jetzt weiß ich nicht wo. Achso, wir laufen jetzt zurück. Ja, ich. Irgendwo reingehen jetzt schon mit jemandem? Bin noch nicht mal so weit. Warten wir erstmal ab. Erstmal bestimmt mich ein bisschen mehr hier reinpriemeln. Bevor ich mit jemandem schon irgendwie in einen Dungeon gehe oder sowas. Machen wir das zweite Fluggerät, oder? Das ist auch ein einzelnes Teil. Was kann man mit dem machen, ist die Frage. Gehen wir mal rein. Pilotausbildung Stufe 2. Zerstören, explodieren, sammeln. Das ist immer. Was wir jetzt machen müssen. Ah, geil, Todesstern. Wow, das sind eine Menge Feinde. Benutze deine Proton-Potatoes, um sie auszuschalten. Siehst du diese Munitionsringe? Sie füllen die Munition deiner Sekundärwaffe wieder auf. Benutze deine Torpedos. Yeah, runter in den Tunnel. Oh, feindliche Jäger, sie hinter dir. Vermeide von ihnen ins Visier genommen zu werden, bis die Schiffe vorbeigeflogen sind und du selbst schießen kannst. Okay. Puh, du hast es geschafft, diese lässigen Teiljäger abzuschütteln. Gut gemacht. Siehst du das? Das ist eine Fortschrittsanzeige. Sie zeigt dir an, wie weit du in dieser Simulation bist. Echt klasse, oder? Achte auf den Geschützturm da vorne. Vernichte ihn, bevor er dich erwischt. Guter Schuss. Halte Ausschau nach weiteren lästigen Geschützturmen.
Oh. Oh. Was? Was? Fliege durch diese roten Ringe, um die Gesundheit wieder aufzufüllen. Okay. Das Problem ist, ich kann ja die Steuerung nicht ändern gerade, aber das Problem ist, ich hätte das invertiert machen müssen, weil hier ist wirklich nach unten fliegen unten und nach oben fliegen ist oben, das nervt. Das ist umgekehrt natürlich besser. Gut gemacht. Abgeschlossen. Puh. Cool. Neuer Level, Teiljäger freigeschaltet. Okay. Oh, ich habe noch niemanden so schnell durch diese Holosimulation fliegen sehen. Anscheinend hast du ein Händchen für diese Dinge. Du kannst diese Holosimulation gerne jederzeit benutzen. Wer weiß, wenn du mich weiter in eine Fahrzeugsimulation beeindruckst, habe ich ein paar neue Spielzeuge für dich. Das ist seltsam. Es sieht so aus, als hättest du etwas in der Fahrzeugsimulation aufgedeckt. Merkwürdig. Du solltest das vielleicht zu Faye bringen. Ich werde sie weiß, was man damit anfangen kann. Mhm. Machen wir mal. Alter, der ist schon Level 23 da. Huch, bin vorbeigerannt. Hey, er spricht sich schnell rum, weißt du? Larissa und Ossa haben praktisch vor Aufregung gestrahlt und den Leuten von deiner Reise in ihrem Holosimulation erzählt. Die haben mir auch gesagt, dass du etwas in der Fahrzeug gefunden hast. Was hat es auf sich? Zeig es mir. Okay, wow. Es sieht so aus, hättest du einige historische Daten gefunden. Ich wusste, dass die Fahrzeugholosimulation mit Daten des Observatoriums erstellt wurden, aber das ist wirklich cool. Du solltest dir zu Tutor ein Observatorium bringen. Er wird es benutzen, um hoffentlich mehr Informationen freizuschalten. Marisch. Na hallo, ich hoffe, du hast dich auf unserem kleinen Insel Paris gut amüsiert. Oh, du hast etwas für mich? Natürlich möchte ich sehen, was du mitgebracht hast. Oh, das ist wirklich faszinierend. Es scheint, dass du mir Daten gebracht hast, die bisher als verloren galten. Möchtest du wissen, wie du selbst auf diese Daten zugreifen kannst? Natürlich möchtest du das. Ich hätte dir nicht so dumme Fragen stellen sollen. Um auf das Archiv des Observatoriums zuzugreifen, gehst du einfach durch die Tür hinter mir. Alles andere ergibt sich, sobald du drin bist. Gut. Ja, was für Pläne? Ah, okay. Ach, nur ein Archiv, okay. Ja, jetzt soll ich das Fahrzeug invertieren, das machen wir jetzt mal. Okay. Und jetzt? Gehen wir wieder zu ihm hin. Wie du siehst, sind viele unserer Daten korrumpiert. Durch die Säuberung des Observatoriums von der Korruption wirst du andere Archive des Observatoriums wiederherstellen, die hier zu finden sind. Aufregend, oder? Da du bereit hier bist, möchte ich dich um Hilfe einer andauernden und zunehmend lästigen Angelegenheit bitten. Ah, ich muss 5 Sterne haben, okay. Muss ich was anderes machen, bevor wir das machen können? Was ist das denn hier? Cool, ich kann damit rumfahren? Wie geil ist das denn? Wow! Was es alles zu entdecken gibt. Da. Harok, Jani. Oh, ich bin Harok. Freue mich, dich kennenzulernen. Willkommen in der Siedlung. Ich bin sicher, du wirst hier gut reinpassen. Es tut mir leid, ich wollte nicht so abweisend sein. Ich glaube wirklich, dass es dir hier gefallen wird. Ich habe ein Problem, das ist alles. Ich liebe diese Band und ich liebe ihre Musik, aber ich habe absolut 2 linke Füße. Könntest du mir ein paar Tanzschritte beibringen? Krafter? Anpassen? Tanzen?
Drücke jetzt auf dein Steuerkreuz die nach oben Taste. Ach, guck mal. Größe, okay. Wow, du hast wirklich coole Tanzschritte drauf. Sobald ich diese Schritte hinbekomme, werde ich in aller Munde sein. Ja. Ich habe dich schon bemerkt. Mein Name ist Herogiane. Ich war früher gelehrt am Observatorium. Ich habe hohe Tiere dort. Sie mögen es nicht, wenn man das, was man liest, in Frage stellt. Anscheinend war ich eindeutig streitlustig. Ist noch jemand da hinten, den man beschnacken kann? Hier. Gibbon Form. Hallo, Groovy Lotkatze. Du hast einen tollen Auftritt. Gefällt mir. Ich bin Gibbon Form. Es ist mir ein Vergnügen. Weißt du, wenn du jetzt zugehören willst, dann musst du auch so aussehen. Wir kleiden uns gerne stilvoll. Hier, probier das an. Ja, sieh mal an, das ist schon, wovon ich rede. Mit solchen Klamotten wärst du auf der ganzen Insel auffallen. Man sieht dich, du groovige Lotkatze. Guck mal, wo wir hingehen. Oder diese kleinen Steine, also irgendwas kann man mit dem bestimmt machen. Das war nicht was. Sag mal, wo ist denn der Typ? Da. Willkommen bei Trins Plunder, meine Teuste. Hier bieten wir nur das Allerbeste an. Hier, seht ihr es ja seltsam. Ah, guck mal. Oh, wir haben überhaupt nichts. Wir haben nicht mal rosa Sachen. Ich bin stolz auf meine Produkte. Das ist wahr, sie sind alle sehr selten und kosten daher viel. Deshalb tausche ich nur gegen Probits. Du weißt nicht, was Probits sind? Naja, du bist ja auch erst kurz hier. Probits sind wie Datenblitzen. Aber man verdient sie sich, indem man seine Wochenziele erfüllt. Du weißt schon, diese Aufgabe, die einem jede Woche zugewiesen werden. Da meine Mutter mir beigebracht hat, immer großzügig zu sein, möchte ich dir gerne mit ein paar Probits aushelfen. Viel Spaß. Ich bin schon gekommen. Hallo, du musst dir langsam sein. Also, los geht's. Okay, aber wir können nichts kaufen. Ich habe leider immer noch zu wenig. Krass. Ja, cool. Ja, also wenn es euch gefallen hat, können wir gerne noch mehr davon machen. Also, schreibt mir jetzt doch mal in die Kommentare oder sagt was dazu, ob es euch gefallen hat oder ob ihr sagt, ah, das ist nichts für mich, so ein Lego-Schrott. Aber ich glaube, es kann ganz interessant werden, gerade mit Mission, ist ja ein Online-Spiel, mit mehreren anderen. Ja genau, sagt es mir einfach und dann schauen wir mal. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.